Flagler County 911. Von wo aus rufen Sie den Notruf an? 47 Wood Hollow Lane. Wood Hollow? Okay, was ist dort passiert? Ich glaube, er hat meine Mutter verletzt. Wer ist er? Ich weiß es nicht, er trug so eine Skimaske. Am 23.08.2017 gegen 19.45 Uhr rief der 22-jährige Nathaniel Scheimel den Notruf von Flagler County an. Einige Minuten zuvor wurde Nathans Mutter Michelle in ihrem Haus mit einem Küchenmesser angegriffen und niedergestochen. Um 20.15 Uhr versicherte der Sheriff Rick Staley der Gemeinde, dass der Angreifer nicht mehr auf freiem Fuß sei. Weiter gab er an, dass eine in diesen Ermittlungen relevante Person kooperiere. Obwohl die Polizei noch nicht bekannt gegeben hatte, dass ihr Hauptverdächtiger Nathan war, wurde nicht nach einem maskierten Angreifer gefahndet. Um Mitternacht beginnen die Ermittler mit der Befragung von Nathan mit dem Ziel, ein Geständnis zu bekommen. Hast du irgendeine Frage zu dem, was wir hier tun? Nein. Warst du vorher schon mal bei der Polizei? Nein. Okay, alles klar. Von Anfang an wird klar, wie unorganisiert dieses Verhör ist. Ein aufgeräumter Schreibtisch ist zwar nicht unbedingt entscheidend bei einem Verhör, aber die Gegenstände, die dort herumliegen, stehen in einem starken Kontrast zu den aufgeräumten Verhörräumen, die man normalerweise sieht. Detective George Histakopoulos durchstöbert das Papier, während er einen unprofessionellen Smalltalk mit Wiederholungen und Füllwörtern versucht. In dieser frühen Phase wird das Gespräch bereits als ungeordnet charakterisiert. Weil das Verhör schon einige Stunden nach dem Mord begann, kann man ihm wohl nicht die Schuld geben für die Ordnung. George muss ein Geständnis des Verdächtigen bekommen, ohne dass er Zeit hatte, sich richtig darauf vorzubereiten und ohne Kenntnisse zu haben über die persönliche, medizinische und psychologische Vorgeschichte des Verdächtigen. Vor allem ist George nicht darüber informiert, dass Nathan an einem hochfunktionalen Autismus leidet und welchen Einfluss dieser auf den Mangel an Emotionen des Verdächtigen hat. Kurze Erklärung. Menschen in einem Autismus-Spektrum sind weder kalt noch gefühllos. Sie erleben die gesamte Bandbreite menschlicher Emotionen. Sie haben jedoch große Schwierigkeiten, diese Emotionen bei sich selbst und auch bei anderen zu erkennen und zu bewältigen. Dies kann sich als unangemessenes Verhalten in sozialen Interaktionen äußern, was es schwierig macht, Nathans Körpersprache und Reaktion zu analysieren, wie man es bei einem Verdächtigen normalerweise tut. Da ihm dieses Wissen jedoch fehlt, macht es wahrscheinlich den Anschein, als dass George unberechenbar agiert. Reagierst du überhaupt auf etwas? Du reagierst auf nichts. Dieser Fall bietet einen seltenen Einblick auf die improvisierten Teile eines Verhörs, sowie für die Fähigkeit einer Problemlösungskompetenz, die für ein solches Verhör von höchster Bedeutung ist. George wird die folgenden Minuten damit verbringen, einige scheinbar unwichtige Aspekte aus Nathans Leben zu beleuchten und dabei nach Lügen suchen, die er zu seinem Vorteil nutzen kann. Ich möchte kurz sicher gehen, dass ich verstehe, obwohl Detective Conrad eigentlich der führende Ermittler in dem Fall ist. Also ich habe nur einige Fragen, die er dich vielleicht noch nicht gefragt hat oder was auch immer. Ehrlich gesagt weiß ich bei dem ganzen Durcheinander gerade gar nicht genau, was er dich schon gefragt hat. Okay, alles klar. Also, kannst du mir sagen, wie dein Tag heute ablief? Also was los war und wo du warst heute? Ich war nur zu Hause an meinem Computer. Um wie viel Uhr bist du aufgestanden? Ungefähr um 10. 10, ist das die normale Uhrzeit, zu der du aufstehst? Ja. Okay, also bist du um 10 aufgewacht. Mit einem Wecker oder von alleine? Ja, ich bin mit einem Wecker wach geworden. Okay. In den nächsten paar Minuten fragt George Nathan nach seinem routinemäßigen Tagesablauf. Er fragt, wer im Haus war und was seine Mutter Michelle beruflich macht. Aber wichtiger noch ist, dass er das Gespräch auf das Thema von Nathans familiären Beziehungen lenkt. Okay, also dein Vater hat euch verlassen. Ist er dein biologischer Vater? Mhm. Und sie ist deine biologische Mutter? Mhm. Und du und... Nein, anders. Dein Vater wurde rausgeworfen und er hatte einen neuen Wohnsitz oben in St. Augustin. Ich wusste nur nie, ob er dort bleibt, weil er hatte keine Arbeit. Okay, alles klar. Also er zog nach St. Augustin. Und wie fanden sie heraus, dass er in St. Augustin ist? Wir waren dort, als er da wohnte. Wann warst du zum letzten Mal bei ihm dort? Vor 2 oder 3 Monaten, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Wann hat er seine Wohnung dort angemietet?
Das ist schon etwas her, vor einem halben Jahr ungefähr, als sie sich scheiden ließen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin jetzt etwas verwirrt. Ich dachte, sie hätte ihn erst vor 2 Wochen rausgeworfen. Das tat sie auch, aber er blieb trotzdem immer eine Zeit zu Hause. Sie musste ihn ständig rausschmeißen, weil er immer wieder zurückkam. Okay, wer lebte noch dort, also in St. Augustin? Nur er alleine. Okay. Gibt es einen Grund, warum er lieber in Palm Coast war? Er wollte einfach lieber bei ihr sein. Bei wem? Meiner Mutter. George lenkt aufgrund seiner Intuition die Befragung gezielt in Richtung seines Vaters und versucht, mehr über die Beziehung rauszubekommen. Die Beantwortung von Fragen, die nichts mit dem Mord zu tun haben, beruhigen Nathan und überzeugen ihn davon, dass die Polizei noch weit entfernt davon ist, die Wahrheit herauszubekommen. Dies wird noch verstärkt, wenn man sich an den Notruf zurückerinnert. Hast du eine Idee, wer es gewesen sein könnte? Hat sie irgendwelche Feinde, wovon du weißt? Ich glaube, mein Vater vielleicht. Hatten sie Probleme? Sie haben sich scheiden lassen und sie warf ihn raus. Okay. Dieser Angriff ist ein Beweisstück, von dem George Kenntnis hat. Es ist also kein Zufall, dass er sich auf Nathans Beziehung zu seinem Vater konzentriert. Vergessen Sie nicht, dass zum Zeitpunkt des Verhörs keine Fahndung lief. Wir wissen also, dass die Polizei Nathans Vater nicht ernsthaft im Verdacht hat. Diese Art der Befragung soll Nathan einfach Vertrauen in seine Lügen geben, sodass er sich in eine unhaltbare Geschichte verstrickt. Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Nicht sehr gut, er ist Alkoholiker und er war verbal und gelegentlich auch physisch missbräuchlich uns gegenüber. So sehr, dass sie schon mal die Polizei rufen mussten? Nein. Missbräuchlich wem gegenüber? Generell jedem gegenüber. Und wie genau? Etwas Größeres, oder? Er schimpfte immer weiter und schrie und schlug ins Gesicht. Okay. Aber war er in eurem Haus in Wood Hollow 47? Er war seit 2 Wochen nicht mehr da? Nein, nicht, dass ich wüsste. Nicht, seitdem sie ihn wieder rausgeworfen hatte. Okay, also er war nicht mehr bei euch. Du hast auch nicht erwartet, ihn an dem Tag zu sehen oder sowas? Nein. Okay. Die Konversation ist auffällig repetitiv. Bis hierhin hat George 4-mal gefragt, ob er an diesem Tag seinen Vater gesehen hat. Aber im Gegensatz zu seinen vorherigen Versuchen, Worte zu finden, hat diese Wiederholung ein klares Ziel. So wie Ermittler mit offenen Fragen nach nützlichen Informationen suchen, stellen sie oftmals die gleichen Fragen, um eventuelle Veränderungen im Verhalten oder der Körpersprache festzustellen. Wenn George einen emotionalen Trigger findet, kann er das Gespräch besser in seine Richtung lenken. Dann erzähl mir von dem restlichen Tag. Onkel Greg kam vorbei und machte sonst noch irgendwas? Sie kam letztlich danach nach Hause. Sie ging mit den Hunden und dann auf die Toilette. Sie ließ die Katzen auf die Veranda und ich denke, sie hat die Tür offen gelassen. Normalerweise schaut sie immer nach und sperrte mich aus. Sie machte was? Sie sperrte mich meistens aus, weil sie nicht wollte, dass ich ins Haus kam. Wer jetzt? Meine Mutter. Warum? Sie dachte, ich kümmere mich nicht genug darum, Arbeit zu finden. Okay, Moment, ich bin schon wieder verwirrt. Sie wollte, dass du draußen bleibst und über Tag nach Arbeit suchst, aber seitdem sie mich ausgesperrt hatte, konnte ich nicht mehr duschen oder mich umziehen oder sowas. Okay, wie lange ging das denn schon so? 2 oder 3 Tage, würde ich sagen. Okay. Hier erhalten wir erste Einblicke in den anhaltenden Konflikt zwischen Nathan und seiner Mutter. Diese Spannung spitzte sich bis August 2017 zu. Nathans Mutter hatte ihn jahrelang versucht, zur Arbeitssuche zu scheuchen, damit er einen festen Job fand. Sie strich ihm seine Computer- und Fernsehzeiten, wenn sie das Gefühl hatte, nicht ernst genommen zu werden. Sein Freund Christian Whittaker bemerkte später, dass Nathans Einstellung zu seiner Familie immer feindseliger wurde. Diese Feindseligkeit war wahrscheinlich auch der Grund für seine Mutter, sein Schlafzimmer auf die hintere Veranda zu verlegen. Indem sie sein Zimmer nach draußen verlegte, konnte sie ihn dazu zwingen, dass er seine Zeit zur Arbeitssuche nutzte, anstatt drinnen vor dem Fernseher zu liegen. Hast du denn versucht, einen Job zu finden? Okay, und welchen? In der Regel habe ich es in dem Neubaugebiet versucht und in dem Gewerbegebiet. Okay, und wo genau hast du es versucht? Schon überall dort, im Game Shop, im Zielladen, im Dollarbaum und all diese anderen Läden. Und wie meinst du das mit dem, ich verstehe es nicht, wann hat sie dich ausgesperrt aus dem Haus? Ich meine so vor 2 bis 3 Tagen. In der Zeit schlief ich auf der Veranda, ja. Du warst 2 oder 3 Tage nur draußen auf der Veranda?
Nein, ich wurde ausgeschlossen, deswegen blieb ich dort für ein paar Wochen schon. Okay, als sie dich aussperrte, ließ sie dich rein, als sie nach Hause kam? Nein, nicht mehr in den letzten 2 bis 3 Tagen. Wie lange lief das schon so? Ja, 2 oder 3 Tage. 2 oder 3 Tage nicht mehr im Haus. Und auch nicht mehr duschen oder ähnliches. Nein, das konnte ich alles nicht. Gibt es einen Grund, warum du nicht bei Christian zu Hause duschen warst? Ich war, wir hängen nicht mehr zusammen ab. Nein? Okay. Wir hingen ein bisschen rum bis vorgestern, glaube ich. Okay, alles klar. Also du lebtest draußen und hast da geschlafen? Ja, genau, ich hatte da 2 Stellen. Das ist doch der letzte Scheibenkleister. Hat niemand versucht, deine Mutter davon zu überzeugen, dass sie das nicht machen soll? Ich weiß nicht. George fokussiert sich auf seinen Streit, indem er den ersten von 3 Appellen anspricht. Er bestätigt Nathan und ermutigt ihn so, seinen Ärger zum Ausdruck zu bringen. George signalisiert durch seine Entrüstung, dass er auf der gleichen Seite ist wie er. Und damit ermutigt er ihn, seinen Ärger über das Verhalten der Mutter auszudrücken. Die Vorgehensweise ist sinnvoll, denn wenn er Nathan das Gefühl geben kann, dass sein Ärger gerechtfertigt ist und somit auch der Mord verständlich sei, wird er leichter ein Geständnis bekommen. Vielleicht gesteht er sogar freiwillig, um eine weitere Bestätigung zu erhalten. In den nächsten Minuten lässt George ihm lange Lücken im Gespräch, in der Hoffnung, dass Nathan diese nutzt, um sich über sie zu beschweren. Habt ihr denn über das alles mal diskutiert? Das ist doch verrückt. Sie sagte nur, du weißt, du sollst dir einen Job suchen und dann sperrte sie mich aus draußen. Das ist ja wirklich, also, verrückt. Ja, das schätze ich auch. Was sagtest du ihr dazu? Ich sagte ihr, ich bin dabei, aber sie sagte, ich solle nachweisen, dass ich wirklich auf der Suche war. Ja, aber ich meine, wie konnte sie erwarten, dass du eine gute Arbeitsstelle findest, wenn du zu Hause nicht mehr rein darfst? Hast du sie mal danach gefragt? Ich habe versucht, sie zu fragen, aber sie war wirklich stur. Sie konnte mir keinen Grund nennen. Okay, gibt es keinen, den du benutzen konntest? Ich will nicht benutzen sagen. Sondern zum Beispiel, wenn ich mit meinem Vater streite, dann ziehe ich meine Mutter oder meinen Bruder mit auf meine Seite, weil sie vielleicht eine bessere Beziehung zu ihm haben und hoffe, dass sie ihn damit zur Vernunft bringen. Nein. Nein? Also spracht ihr gar nicht miteinander. Ich versuchte es zwar oft, aber es war schwierig, mit ihr zu reden. Okay. Leider beißt Nathan nicht an. Das Einzige, wozu er sich hinreißen lässt, ist die Aussage, dass seine Mutter stur gewesen sei. Danach versucht George, eine persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen, indem er ihm einen Schwank aus seinem Umgang mit seiner Familie erzählt. Nathan geht trotzdem nicht darauf ein und er macht seinem Ärger keine Luft. Diese milde Sicht auf seine Mutter steht im Widerspruch zu dem, was einer seiner engsten Freunde, Christian Whitehacker, später erzählte. Als ich ihn das erste Mal traf, sagte er, meine Mutter ist ein bisschen komisch und meine Schwester mag Pferde. Das ist mein Vater und dann wurde daraus, meine Mutter ist eine dumme Schlange, mein Vater missbraucht uns und meine Schwester ist eine Nudel. Nathans Feindseligkeit gegenüber seiner Mutter war für sein Umfeld kein Geheimnis. Daher ist es unklar, warum er ein Geheimnis darum macht, wie es um die Beziehung stand. Natürlich weiß er, dass seine Abneigung gegen seine Mutter als Motiv gewertet werden könnte. Deshalb agiert er nicht kopflos, indem er sie beleidigt. Aber so ganz kann er seine Wut nicht verstecken. Und so erzählt er, dass sie ihn dazu zwang, draußen zu schlafen. Das angespannte Verhältnis anzudeuten, aber nicht komplett zu erläutern, ist eine seltsame Methode, um Bestätigung seiner harten Bestrafung für sie zu erlangen. Behalten Sie diese geteilte Haltung gegenüber Michelle im weiteren Verlauf im Hinterkopf. Aber aktuell gibt der George leider nicht die Emotionen, die er sich erhofft hat. Der Ermittler macht weiter und sucht nach anderen Stellen, an denen er ansetzen kann. Na gut, also wann kam deine Mutter von der Arbeit? Also um wie viel Uhr? Ich habe ehrlich gesagt nicht auf die Uhrzeit geachtet, aber ich würde sagen so gegen 17 Uhr. Und du warst hinterm Haus auf der Veranda? Ja, korrekt, den ganzen Tag lang. Okay, und das Haus war verschlossen? Ich denke schon, soweit ich weiß. Also du warst auf der hinteren Veranda und deine Mutter kam um 17 Uhr nach Hause. Hat sie da mit dir gesprochen oder hat sie... Nein, es gab gar keine Konversation. Nicht wirklich, nein. Dann erklär mir, was passierte. Sie schloss die Tür auf, um die Katzen rauszulassen. Ich schätze, dann hat sie vergessen, wieder abzuschließen.
Ich dachte, du hättest gesagt, dass das Haus verschlossen war. Ja, sonst verschloss sie es. Ich spreche von der Verandatür. Die Verandatür. Okay, jetzt habe ich's. Und davor holte sie die Hunde raus und dann ging sie auf Toilette. Und dann etwas später hörte ich sie schreien. Ich lief aus dem Wohnzimmer, also raus. Wie bist du ins Wohnzimmer gekommen? Die Verandatür war ja offen. Also konnte ich sie öffnen. Und ich ging raus, die Tür war offen. Die Haustür, meine ich. Von wo hörtest du die Schreie? Entweder kam es von irgendwo vorne im Haus oder von der Haustür. Aha. Okay, ja. Also du hörtest die Schreie? Dann liefst du ins Haus? Hast du geglaubt, es käme aus dem Haus? Nein, es hörte sich eher an, als käme es von der Haustür vorne. Okay, es hörte sich also eher an, als käme es von der Haustür. Aber du gingst trotzdem durchs Haus. Kannst du mir grob... Kannst du... Kannst du mir das Ganze grob aufmalen? George merkt, dass es schwierig wird, den Ablauf des Vorfalls verbal zu beschreiben. Deshalb bittet er Nathan darum, eine Skizze von dem Geschehenen anzufertigen. Dies erleichtert es George, den Aussagen von ihm zu folgen und Ungereimtheiten besser zu erkennen und zu nutzen, um ihn in eine Geschichte zu verwickeln, die nicht haltbar vor Gericht wäre. Diese Taktik macht es Nathan auch schwerer, Fehler in seiner Aussage auf seine Unbeholfenheit zu schieben. Mit diesem neuen Vorteil beginnt George jetzt, Nathans Bericht über den Mord an seiner Mutter zu untersuchen. Okay, das ist der Rasen vorne. Wo ist die Straße? Direkt hier ist die Straße. Sie geht hier raus und daher hier. Welche Straße ist das? Die kleine, sie geht geradeaus runter. Wie heißt sie? Oh, keine Ahnung. Wie ist denn deine Adresse? 47 Botollo Lane. Also ist es die Botollo? Möglicherweise, ja. Gibt es auf der Seite noch eine andere Straße? Pine Lake geht da raus. Ich denke, dann ist es die Wood Homes. Und sie geht von der Wood Hollow ab. Okay, also... Du warst hier hinten. Okay, und was hast du gemacht, als du die Schreie gehört hast? Und wie viel Uhr war es ungefähr? Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Ich bin... Wie lange war sie denn da schon zu Hause? Tja, vielleicht so 2-3 Stunden, denke ich. Okay, also war es 2 Stunden, nachdem sie heimkam. Hat sie also nicht mit dir gesprochen? Nicht wirklich, sie ließ die Hunde raus. Wusstest du, dass diese Tür offen war? Okay. Sie ließ sie offen, als sie die Katzen rausgelassen hat. Okay, sagte sie dir, du darfst reinkommen? Nein, aber ich nahm an, dass ich das sollte, weil ich sie halt schreien hörte. Okay, okay, alles gut. Ich will nur über die Sachen, die vorher abliefen, sprechen, sonst nichts. Also, hatte sie dir vorher gesagt, dass du reinkommen kannst? Das heißt, du warst auf der hinteren Veranda. Was hast du da eigentlich gemacht? Ich war am Computer, an meinem Laptop. Dein Laptop war mit auf der Veranda. Mhm. Hattest du doch deine Steckdose zum Laden oder sowas? Mhm. Okay. Weißt du noch, auf welcher Website du warst? Ich habe irgendwas, also ich glaube, ich habe ein Video geguckt. Okay. Also, du gucktest ein Video auf der Veranda. Dann hörtest du Schreie und hast diese ungefähr an der Haustür verortet. Also läufst du dann durchs Haus, durchs Wohnzimmer? Mhm. Okay. Und als du durch das Wohnzimmer durchgelaufen bist, liefst du weiter zur Haustür? Mhm. Und dann gingst du durch die Haustür raus und was hast du dann dort gesehen? Ich sah ihn, wie er links rüber ging und weglief. Wo genau? Zeig mir diese linke Richtung. Okay, vom Haus aus ist das hier links und das rechts. Okay. Und dann müsste genau hier mein Auto gewesen sein. Er war also ungefähr hier. Er ging hinter der Auffahrt, also dahinter, wo auch die ganzen Häuser sind. Das war dann ungefähr hier. Okay. Also er ist hier und wo war deine Mutter? Sie war auf dem Rasen. So ziemlich in der Mitte bei dem Baum. Ziemlich in der Mitte bei dem Baum. Mhm. Und was hatte dieser Typ an? Das war so eine Skimaske. Und das ist wirklich alles, was ich gesehen habe. Okay, er trug eine...
so eine Sturmhaube. Eine Sturmhaube, ja. Und sahst du sie am Baum? Mhm. Wie lag sie dort? Sie lag auf dem Rücken, so hier ungefähr. Und sie hatte ein Messer so in der Art in ihrem Rücken oder sowas. Oben am Rücken ragte etwas heraus. Ja, okay, so hier ungefähr. Okay, also du siehst das und er ist, ich meine, wie weit war er von euch entfernt? Ziemlich weit, er war sofort um die Ecke, dort wo die anderen Häuser sind, er hatte es gebucht. Er hat es gebucht? Ja, er rannte. Was hast du genau von ihm gesehen? Nur die Rückseite. Von hinten? Ja. Okay, konntest du also kein Gesicht sehen? Okay, kannst du sagen, ob es ein Weißer war oder ein Schwarzer oder ein Hispanic? Nein, okay. Er sah groß aus und muskulös. George hat eine klare, geschlossene Frage gestellt, wie zum Beispiel, wie lag sie dort? Wie weit war er entfernt? Er hörte sich unkritisch alle Antworten von Nathan an. Er antwortete ihm kaum mehr als mit einem Okay, bevor er sofort mit der nächsten Frage weitermachte. Parallel dazu wird Nathan immer redseliger. Er nimmt die Hände zum Erklären dazu und er gibt sogar Informationen preis, nach denen gar nicht gefragt wurde, wie zum Beispiel die Statur des Angreifers. Durch den psychologischen Vorgang des Malens entsteht ein gewisser Abstand zwischen ihm und den Fragen. Dies trägt zu seinem Wohlbefinden bei. Doch George versucht, ihn zu seinen inneren Gedanken zu befragen und lenkt damit die Aufmerksamkeit vom Tatort auf Nathans Person. George signalisiert, dass er sich auf eine Konfrontation vorbereitet. Also, du sahst das und ich meine, was ging dir da durch den Kopf? Ich ging rüber zu ihr und fragte, ob es ihr gut ginge. Ich zog das Messer heraus, aber ich stoppte, weil sie nicht antwortete. Deshalb wollte ich das Messer rausziehen und dann ließ ich ab davon. Ich weiß nicht, warum ich das tat. Und dann lief ich zu meinem Auto und fuhr zu Christian und dann rief ich 911. Okay, du stiegst in dein Auto und fuhrst zu Christian. Ja. Aber warum? Also ich meine, meine Hauptfrage ist, warum riefst du den Notruf erst von Christian aus an? Ich wollte sicher gehen, dass mir nichts passieren kann, bevor ich anrief. Okay, also was ist passiert? Also ich meine, was ist dir passiert? Als du zu ihr gelaufen bist, hast du dir auch keine Sorgen um deine Sicherheit gemacht. Ich weiß nicht mehr, ich war einfach in blinder Panik. In blinder Panik. Okay, hast du versucht, sie umzudrehen oder? Nein. Machte sie irgendwelche Geräusche? Nein? Nein. Und was machte er? Er rannte weg. Ja, zu einem Auto oder was? Ich weiß es nicht, er verschwand direkt um die Ecke. Okay. Ich schätze, ich verstehe wohl nicht, warum du nicht in diesem Moment den Notruf gewählt hast. Ich meine, du bist sogar noch gefahren vorher. George hat Nathans Verhalten zur Bewältigung der elterlichen Konflikte in Frage gestellt. Aber jetzt hinterfragt er zum ersten Mal sein Verhalten am Tatort. Warum hat er nicht sofort den Notruf gewählt? Diese Frage ist in der Regel sehr hilfreich. Eine unschuldige Person kann identifiziert werden, weil sie eben nicht beteiligt war. Sie ist halt nicht schuldig. Also haben sie meistens gute Antworten, falls ihr Verhalten überhaupt hinterfragt wird. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Arbeit des Ermittlers hier ans Ziel führt, sobald die Konzentration des schuldigen Verdächtigen nachlässt. Tatsächlich geht eine schuldige Person die Fragen nämlich im Voraus durch und legt sich seine Antworten bereit, welche oft unnötige kleine Details beinhalten. Schauen wir mal, ob Nathan wie erwartet reagiert. Ich weiß es nicht, ich hatte nicht. Ich wollte sicher gehen, dass er mir nichts tun kann, bevor ich den Notruf wählte. Und ich wollte nicht während des Fahrens telefonieren, weil ich dachte, ich könnte sonst einen Unfall bauen. Okay. Du rufst also den Notruf, nachdem du dort angekommen bist. Wie weit war es von zu Hause entfernt? Vielleicht so 5 Minuten. Okay. George ist wenig erfreut darüber. George steckt deshalb ein wenig fest und versucht, diese Phase mit Informationsfragen zu füllen. Da diese erste kleine Konfrontation nicht gelang, muss er weiter versuchen, Nathans Gesprächsbereitschaft aufrechtzuerhalten, bis sich eine andere Gelegenheit ergibt. Bis dahin sucht er weiter nach Lücken in Nathans Geschichte, die er vielleicht benutzen kann. Hast du irgendwelche Wiederbelebungsmaßnahmen oder sowas versucht? Nein. Okay, also... Wo war das Blut vor dem Haus? Es war, ich glaube, im Eingangsbereich. Ich habe auch im Kopf, dass dort Blut war, wo sie lag. Es war vor der Haustür?
Ja. Okay, bist du durch das Blut durchgelaufen? Ich hatte etwas an mir, als ich bei Christian ankam. Okay, wie hast du es entfernt? Ich habe es abgewaschen. Okay, was hast du dazu benutzt? Nur Wasser und ein Handtuch. Alles klar, okay. Alles klar. Als du dann zu deiner Mutter kamst, was hast du da exakt gemacht? Ich beugte mich zu ihr runter und habe versucht, sie ein wenig zu schütteln, um zu sehen, ob sie okay ist. Aber sie sagte nichts und ich versuchte, das Messer rauszuziehen, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich geschafft habe. Okay, was war weiter? Ich glaube nicht. Ich glaube, während ich durch die Haustür lief, habe ich meine Brille verloren. Aber ich hatte eine Ersatzbrille. Du hattest eine Ersatzbrille am Mann? Ja, nein, also in meinem Wagen. Okay. George hat immer noch keine Aussage gefunden, an der er angreifen könnte. Das nervt ihn. Er fragt also Nathan, ob er noch etwas tat, als er die Leiche von Michelle gefunden hat. Zu seiner Überraschung gibt Nathan daraufhin unaufgefordert einige Details preis. Er erzählt, dass er irgendwann bei der Aktion die Brille verloren hat. Dies gewährt dem Ermittler einige nützliche Einblicke in Nathans Fähigkeit zu täuschen, da er sich über die Beweise bewusst ist, die er hinterlassen hat, und es als notwendig erachtet, diese zu erklären. Diese Erklärung ist sehr dünn, aber leider versteht George nicht, welche Chancen sich daraus ergeben. Er versäumt es, Nathan zu fragen, wie er seine Brille verloren hat, wenn er einfach durch die Tür gerannt ist. Oder wie er die Kleidung und die Statur des Angreifers ohne Brille gesehen haben will. Gut, wann hast du also deine Ersatzbrille angezogen? In meinem Auto. In deinem Auto auf dem Weg zu Christian? Ja. Okay. Und als du versucht hast, das Messer rauszukriegen, welche Hand hast du da hauptsächlich benutzt? Ich habe beide benutzt, aber vorrangig doch diese hier. Also hauptsächlich deine rechte. Mhm. Okay, also bist du beidhändig oder? Ein bisschen. Etwas, okay. Als du nach dem Messer gegriffen hast, hast du es hier so gegriffen? Ich glaube, ich griff so hier danach. Du hast es also rausgezogen? Nicht ganz, nein. Wie weit denn? Ein bisschen mehr wie die Hälfte, ich weiß es nicht genau. Okay. Machte deine Mutter, sie machte also keine Geräusche. Atmete sie oder sowas? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Hast du ihren Puls überprüft? Okay. Also in der Zeit, die bereits vergangen war, und der Kerl war bereits davongerannt. Ich weiß immer noch nicht, warum man da nicht den Notruf wählt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Hast du schon vorher jemals den Notruf gewählt? Nie? Okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Gib mir eine Sekunde. Er nimmt die Zeichnung von Nathan mit und verlässt den Verhörraum. Während er mit dem restlichen Team Rücksprache hält, bleibt Nathan alleine zurück und ist gezwungen, über seine Lügen nachzudenken, die er selbst auf dem gelben Blatt gemalt hat und nun als Beweismittel eingezogen wurden. Alles klar. Kann ich deine Kratzwunden am Arm sehen? Du meinst die hier? George betritt das Verhörzimmer nach ungefähr 30 Minuten erneut. Seine Stimmung und seine Strategie haben sich geändert. Er beginnt Phase 2 des Verhörs merklich anders. Während er eben die Tür von selbst zufallen ließ, drückt er sie jetzt zu, bis sie hörbar ins Schloss fällt. Dann lässt er seine Arme hängen, um seine Verzweiflung zu zeigen. Und seine strenge Rolle jetzt beginnt er ohne einleitende Worte und stellt Nathan sofort zur Rede. Es ist offensichtlich, dass die zweite Phase Nathan einschüchtern soll. George steht unbehaglich nah an Nathan und schüchtert ihn körperlich ein, als er nach den Kratzern an seinem Arm fragt. Diese Kratzer sind ein körperlicher Beweis, der Nathan an den Tatort mit seiner Mutter und an die Verzweiflung erinnert, die er in diesem Moment empfunden hat. Die Konfrontation wird durch Georges bestimmtes Auftreten verstärkt. Während seine Fragen eben noch zufällig und neutral zu sein schienen, tritt der Ermittler nun bestimmt auf. Und Nathan tut gut damit, vor dieser Phase Angst zu haben. Ich lag auf dem Ding.
Im Polizeiwagen? Ich lag auf dem Ding da im Polizeiwagen, denke ich. Das sind aber Kratzer. Sind es? Wie erwartet, murmelt Nathan an dieser Stelle eine wackelige Ausrede dafür. Er sagt, dass es sich dabei um Spuren eines Dinges im Polizeiwagen handelte. George bringt noch nicht die Behauptung vor, dass es sich dabei um Kratzer von Michelle handelt, holt Nathan aber trotzdem schnell von dieser lächerlichen Erklärung zurück auf den Boden der Tatsachen. Er lässt den Verdächtigen nicht mit dem Abstreiten, dass es Kratzer sind, durchkommen. Das Erzählen von solchen Lügen stärkt das Selbstvertrauen einer schuldigen Person. Um mit seiner neuen Taktik Nathan Angst einzujagen, kann er das nicht durchgehen lassen. Weißt du, was ich glaube? Es ist wirklich alles etwas seltsam. Denn wir haben uns schon mit dir beschäftigt, einige Stunden schon. Was meinst du, wie viele Stunden es waren? Weißt du, wie oft du uns in der Zeit gefragt hast, wie es deiner Mutter geht? Nein. Nein? Willst du fragen? Georges Tonfall ist jetzt merklich aggressiver. Es ist kein Gespräch mehr, das der Polizei helfen soll, den zeitlichen Ablauf zu rekonstruieren, sondern eines mit einem unbequemen Lügner. Er unterstreicht seine abweisende Sprache damit, dass er seine Krawatte auszieht und wegwirft, bevor er sich wieder mit Nathans Handlungen und seinem Charakter auseinandersetzt. Welcher Sohn erkundigt sich nicht nach dem Wohlergehen seiner Mutter? Nudel, unverständlich. Hä? Ich will es nicht wissen. Du willst es nicht wissen? Warum? Weil es ihr nicht gut gehen könnte. Erklär mir, was du damit meinst. Ihr hättet es mir gesagt, also es geht ihr wahrscheinlich nicht gut. Warum sagst du das? Bevor Nathan seine Antwort zu Ende murmeln kann, unterbricht ihn der Ermittler. Diese Unterbrechung, zusammen mit der Unruhe von George, könnten dazu geführt haben, dass George zuvor etwas desinteressiert und unprofessionell wirkte. Aber jetzt zeigt er, wie wenig Respekt er von Nathan hat und wie unbeeindruckt er von Nathans Lügen ist. Natürlich gibt es da einen gewissen Bonuseffekt, weil Nathan das von seinen Gedanken ablenkt und es für ihn schwerer macht, den Überblick zu behalten und auf diese neue Frageflut zu antworten. Weil ich sie sah und sie sah nicht gut aus. Beschreib das. Ja, sie war... Da war eine Menge Blut. Okay, eine Menge Blut also. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass da eine Menge Blut war. Wo war das Blut? Überall um sie herum. Und du hast nur das Messer angefasst? Ich bückte mich runter und berührte sie, um zu sehen, ob sie noch lebte oder ob sie was sagte. Und anstatt den Notruf zu wählen, gehst du dann ins Auto, ja? Und dann fuhrst du. Wie viel Kilometer? Ich denke, knapp einen. Es war nicht sehr weit. Und dann musste er dir erst noch sagen, dass du den Notruf alarmieren sollst. Also ich sitze hier und höre mir deine Erklärungen und so an. Und das wird immer anstrengender, weil du dich nicht einmal nach dem Wohlergehen erkundigt hast. Was mir wirklich, wirklich komisch vorkommt. Denn ich meine, du bist 23, 22 Jahre alt. Deine Mutter zog dich auf und trotzdem wolltest du nicht wissen, wie es ihr geht. Nein. George ist nun soweit, den zweiten Appell in diesem Verhör anzuwenden. Dieser zielt auf Nathans Schamgefühl. Genauer gesagt setzt er an Nathans offensichtlichen Mangel der Emotionen und der Sorgen um seine Mutter an. Der Fehler dabei ist sofort klar. Autismus kann die Fähigkeit eines Menschen, Gefühle in herkömmlicher Art zu zeigen, beeinträchtigen. Deshalb wird es auch Nathan nicht beschämen, dass er äußerlich keine Trauer um seine Mutter zeigt. Wenn es Zweifel daran gab, dass ihr Mord ihn belastete, wurden diese durch die Aussage seines Freundes Christian zerstreut. Es ist eine Tatsache, dass er nicht emotionslos ist. Er ist kein Roboter. Ich würde ihn nicht als Soziopath bezeichnen. Natürlich fehlt George dieses Verständnis, was Christian wiederum gegenüber Nathans Vergangenheit und Persönlichkeit hat. Er denkt, er müsste einfach nur mehr Druck aufbauen, um eine Reaktion von Nathan zu bekommen. Zu diesem Zweck wird George einen Tonfall an den Tag legen, wie von einem strengen Elternteil oder einem Lehrer. Dies lässt ihn mehr als Autoritätsperson erscheinen, die man respektieren muss und der man gehorchen muss und deren Aussagen Nathan ernst nehmen sollte. Ich denke, du weißt, wie es ihr geht. Ich denke auch, das ist das Problem. Ich denke, du weißt, wie es ihr geht. Geht es ihr gut? Warum erzählst du es mir nicht? Ich weiß nicht, warum ich es wissen sollte. Du weißt es nicht? Du willst es nicht wissen? Nein, will ich nicht. Also warum hast du mich dann gefragt? Weil du es so wolltest.
Okay, deine Mutter ist tot. Völlig abrupt und ohne jedes Mitgefühl sagt er ihm, dass seine Mutter tot ist. In der Hoffnung, dass dies gemeinsam mit dem aufgebauten Druck Nathan aus der Fassung bringt. George wartet geduldig, was Nathan nun macht. Du wusstest bereits, dass sie tot ist. Nathan knickt nicht ein. Er stammelt nur das Wort sie. Als 30 quälend lange Sekunden vergangen sind, ist es George, der die Situation unterbricht. Er nutzt dies als eine weitere Gelegenheit, seine Feindseligkeit zu verstärken, indem er ihm sagt, er hätte bereits gewusst, dass sie tot wäre. Deshalb hast du nicht gefragt. Weißt du, wie oft mich viele andere gefragt haben? So gut wie jeder hat mich gefragt. Außer du. Du hast nichts dazu zu sagen? Ich habe dir keinen Mist erzählt. Also mach dich verdammt nochmal gerade. Nach einer weiteren Phase des Schweigens lässt George Nathan wissen, dass er noch nicht aus der Aktion raus ist. Er hat es vielleicht noch nicht zugegeben, aber der Ermittler hat noch ein großes Arsenal an emotionalen Triggern und Beweisen vor sich. George hofft, dass schon allein die Erwartung darauf Nathan Angst macht. Aber... Weißt du, was Hochgeschwindigkeitsblutspritzer sind? Weißt du nicht? Du hattest solche Hochgeschwindigkeitsblutspritzer an deinem Shirt. Nein. Doch, hattest du. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das heißt, dass das Blut auf deinem Shirt mit höchster Geschwindigkeit darauf kam. Unverständliches Genuschel. Was? Wie kann das passieren? Es gibt nur einen Grund dafür, wie das passiert sein kann. Und? Hör zu, Junge, du strapazierst meine Geduld langsam. Okay? Es gibt nur einen Grund, wie Hochgeschwindigkeitsblutspritzer auf dein Shirt gekommen sind. Und das ist der, dass du direkt neben deiner Mutter standest, als sie erstochen wurde. Aber das habe ich nicht. Das hast du. Das hast du. Und darum hat sie dich auch in die Arme gekratzt. Weißt du was? Deine DNA, deine Haut wird unter ihren Fingernägeln sein. Unverständliches Genuschel. Hä? Warum sollte es das sein? Das sagte ich dir schon, weil sie dich gekratzt hat. Aber das ist doch nur von dem Ding im Auto. Das ist nicht von dem Ding im Auto, das sind Kratzer. Sieht nicht danach aus. Du weißt es nicht. Wie ein Lehrer, der einen Schüler zur Ordnung ruft, fragt er Nathan, warum das Shirt voll mit Blut von seiner Mutter bespritzt wurde. Er erklärt ihm, wie belastend diese Art von Blutspritzer sind. Und er beharrt weiter darauf, dass Nathans DNA unter den Fingernägeln der Mutter zu finden sein werden. Damit versucht er ihnen eine kleine Falle zu locken. Ohne ihn direkt des Mordes an Michelle zu beschuldigen, gibt er preis, dass sein Team wissenschaftliche und unwiderlegbare Beweise dafür hat, dass er über ihren Tod lügt. Tragischerweise sind die Vermutungen von George richtig. Am Abend des 23. August kam Michelle von ihrer Arbeit als Arzthelferin nach Hause und fand Nathan vor, wie er auf dem Laptop Videospiele spielte. Da Nathan an diesem Abend nicht nachweisen konnte, dass er nach Arbeit gesucht hatte, kam es zu einem Streit. Die beiden standen in der Küche. Michelle beschimpfte ihren Sohn und schrie ihn an. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Verbittert und hektisch, gegen 19.30 Uhr stand er vor seiner Mutter und rammte ihr das Messer in den Hals, dann in die Brust,
und schließlich in den Rücken. Nathan floh im Anschluss daran in Christians Haus, wo ihn dann die Familie überreden konnte, die Behörden zu rufen. Während Nathans Mutter im Vorgarten verblutete, ragte immer noch das Messer aus ihrem Körper. Also, ich habe dir gerade einfach gesagt, dass deine Mutter tot ist. Lass das erstmal einen Moment sacken. Unverständliches Genuschel. Nein, doch. Oh. Kam kein Krankenwagen zu ihr? Nein, es kam kein Krankenwagen zu ihr. Weißt du doch, warum kein Krankenwagen zu ihr kam? Warum? Weil sie tot war. Weil du sie tot liegen gelassen hast. Und du niemanden verständigt hast. Du bist in dein beschissenes Auto gestiegen und ein paar Kilometer weit weggefahren. Also, hätte sie es sonst schaffen können? Und du hast Hochgeschwindigkeitsblutspritzer überall auf deinem Shirt. Und du hast Kratzer auf deinem Arm. Morgen. Morgen werden wir die Ergebnisse von ihren Fingernägeln bekommen. Und da wird deine Haut drunter sein. Weil ihr euch gestritten habt. Weil ihr habt es getan. Der Gedanke, dass Michelle gerettet hätte werden können, wenn Nathan einen Krankenwagen gerufen hätte, verändert Nathans Haltung. Seine unbeholfene Bewegung, während er sich auf den Tisch lehnt, könnte den Eindruck erwecken, dass diese Reaktion vorgetäuscht ist oder dass sie als Teil seiner unschuldigen Fassade vorgespielt wird. Aber er hat sich vorher sicher nicht mit falschen Gefühlsausbrüchen beschäftigt. George scheint diese Vorgehensweise der Beschämung zuzuordnen. Er legt den Fokus wieder auf Nathans mangelnde Reaktion auf den Tod seiner Mutter. Sein Ziel ist es, dass der Verdächtige sich selbst wegen des verursachten Todes und der mangelnden Courage es zu gestehen als unmoralisch empfindet. Er möchte ihn überzeugen, dass man seine Schuld beweisen wird und dass ein Geständnis als positiv gewertet werden könnte. Ein Verdächtiger kann seine Schuld leugnen, aber er kann auch seine Integrität retten. Nuschel unverständlich. Warum sollte ich das machen? Das weiß ich nicht, Mann. Vielleicht, weil du die letzten 3 Tage auf der Veranda geschlafen hast. Aber warum? Ich dachte, sie würde mich ja wieder reinlassen. Ja, vielleicht wollte sie das aber ja nicht. Ich wüsste nicht, warum sie das nicht hätte tun wollen. In dem Verhör fragt Nathan immer wieder, warum er das hätte tun sollen. Das nimmt George ihm übel. Vielleicht ist Nathan sich einer Antwort auf die Frage selbst nicht sicher. Aber der Ermittler ist in der Lage, ihm ein logisches Motiv zu präsentieren. Er vermutet, dass Michelles strenge Strafen zu der Auseinandersetzung geführt haben könnten. Einige Teile dieses Gesprächs fühlen sich für Nathan wie eigene Gedankengänge in seinem Kopf an. Er ging also davon aus, dass seine Mutter ihn irgendwann wieder reinlassen wollte. Aber George spielt das pessimistische Teufelchen auf Nathans Schulter und erwidert, dass sie es vielleicht nicht wollte. Wenn der Ermittler Nathans Motiv richtig sieht, so dass Nathan die Illusion, dass er mit dem Mord an seiner Mutter ungeschoren davonkommen könnte, nicht aufrechterhalten kann. Du hast also das Messer erkannt, was sie aus dem Rücken ragte. Ja. Und du hast es angefasst, aber nicht rausgezogen. Ja, richtig. Okay. Das Messer sah wohl nicht so aus, als wäre es bewegt worden. Kein Zentimeter. Ja. Also, willst du nochmal von vorn anfangen und erzählen, was gestern passiert ist? Ich habe es dir doch schon gesagt. Erzähl es mir nochmal, belustige mich. Von wo? Als ich auf der Veranda war? Ja, als du auf der Veranda warst und die Schreie hörtest. Ja, also ich war auf der Veranda an meinem Computer. Klar. Ich hörte Schreie. Und die Verandatür war offen, also öffnete ich sie und ich... Irgendwo habe ich da meine Brille verloren, wahrscheinlich als ich an der Haustür dann wieder rausrannte. Die Haustür stand bereits offen. Ich laufe zu ihr runter und der Kerl war schon neben der Einfahrt und bog dann direkt ab. Hast du den Kerl also gesehen? Ja. Wirklich? Ja. Okay, mach weiter. George schiebt den Stuhl näher an Nathan heran und signalisiert eine bedrohliche Aufmerksamkeit.
die jede von Nathans Widersprüchen und Ausrutschern zu entdecken droht. Er drückt nochmals deutlich seine Verachtung aus, indem er Nathan fragt, ob er seine Geschichte vom mysteriösen Maskenmann nochmal erzählen könnte. Dabei macht er ganz deutlich, dass er diese Version nicht glaubt. George sagt ihm, er solle seine Geschichte weiter fortfahren und betont noch einmal, dass es keine Rolle spielt, wie oft Nathan diese Lüge noch erzählt. Sie würde dadurch nicht besser. Okay, erzähl weiter. Ich beugte mich zu ihr runter und fragte sie, ob sie okay ist. Aber sie sagte gar nichts und ich versuchte, das Messer herauszuziehen. Aber ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe oder ob ich es bewegt habe. Also, warum hast du es berührt? Ich weiß es nicht. Es war unverständliches Genuschel. Von woher hast du das Messer erkannt? Es sah aus wie eines von unseren. Oh, es sah aus wie eines von euren. Ja, wir haben in der Küche so ein Messer. Also ein Messer, das aus eurem Haus kam, richtig? Wo du durchgegangen bist. Wo du dran vorbeigelaufen bist. Wo habt ihr eure Messer? Ja, in der Küche oben drin. Also ich musste dran vorbeilaufen. Okay, also weiter. Dann gingst du raus. Du ranntest durch das Haus. Gingst an der Vordertür raus. Und dann siehst du diesen mysteriösen Maskenmann. Wie er am Ende eures Grundstücks steht, richtig? Okay, und dann hattest du Angst vor dem. Warte, du hattest Angst vor diesem mysteriösen Maskenmann. Ja. Aber plötzlich hast du doch enormen Mut entwickelt für einige Sekunden, als du runter zu deiner Mutter gerannt bist. Gerade lange genug, dass deine DNA überall auf ihr platziert war. Richtig? Und auf dem Messer. Nun ja, zu dem Zeitpunkt war er schon weit weg. Das habe ich verstanden. Und darum macht deine bescheuerte Geschichte überhaupt keinen Sinn. Während George Nathan mit logischen Widersprüchen seiner Geschichte konfrontiert, kann Nathan nur resigniert feststellen, dass er es nicht erklären kann. Eigentlich macht es Sinn, was er sagt, denn niemand weiß, wie er in einer solchen Situation reagiert. Nathans Verhalten als absolut unglaubwürdig hinzustellen, ist also ein reiner Bluff von George. Doch das weiß Nathan ja nicht. Zudem werden die Anschuldigungen von George immer deutlicher. Und selbst wenn Jasons Verhalten auf ein Trauma zurückzuführen ist, ist die naheliegendste Erklärung, aber er war schon so weit weg. Du hattest keinen Grund, nicht die Polizei zu rufen. Und trotzdem hast du uns mit einer eidesstattlichen Erklärung gesagt, in einer eidesstattlichen Aussage, sagtest du uns, dass du zu deinem Freund nach Hause gefahren bist, weil du Angst vor diesem mysteriösen Maskenmann hattest. Ja, richtig. Und ich bin mir sicher, dass die Überwachungskameras der Nachbarn das eingefangen haben. Diesen mysteriösen Maskenmann dann auch, stimmt's? Bist du dir in dem Punkt auch sicher? Ja? Bei welchem Nachbarn muss ich nachgucken? Ich weiß nicht, wo die Überwachungskamera ist. Okay. Also hattest du keine Angst mehr. Aber dann, was ist passiert? Du gingst also zum Messer und hast danach gegriffen, richtig? Ja. Und davon bekommst du Hochgeschwindigkeitsblutspritzer auf dein Shirt? Ich weiß nicht. Wie? Junge, gib mir irgendwas! Sag nicht, ich weiß es nicht. Obwohl ich es nicht weiß? Du kannst mir nicht erklären, wie die Hochgeschwindigkeitsblutspritzer überall auf dein Shirt gekommen sind. Du hast das hier gemacht. Du hast sie getroffen. Die Blutspritzer. Okay. So ist es gelaufen. Kennst du die verdammte Physik? So funktioniert sie. Wenn du auf der hinteren Veranda gewesen wärst und jemand anderes deine Mutter erstochen hätte, wäre das ganze Blut nicht auf deinem Shirt gelandet. Also erklär mir, wie das Blut deiner Mutter in höchster Geschwindigkeit auf dein Shirt gespritzt ist. Versuchst du mich eigentlich zu fehlen? Ich verstehe es nicht.
George kommt hier einer Drohung eines Verdächtigen sehr nah. Sein bedrohliches Verhalten, seine Drohgebärden gegen Nathan könnten als Angriff auf die Sicherheit gewertet werden. George spielt die Frustration nicht nur, sondern er ist wirklich verärgert über Nathans Lügen und seine autoritäre Rolle ist enttäuscht. Der Ermittler scheint ebenfalls überrascht zu sein von Nathans Hartnäckigkeit. Ganz besonders, als Nathan zustimmt, dass die Überwachungskameras der Nachbarn den imaginären Mörder gefilmt haben müssten. Es ist möglich, dass die Aggression ein weiterer Versuch ist, bei Nathan einen emotionalen Ausbruch herbeizuführen. Aber George weiß auch, dass ein Geständnis, was unter Drohung und Einschüchterung abgegeben wird, vor Gericht nicht verwertbar ist. Also wechselt der Ermittler erneut seine Herangehensweise. Du erfindest... Ja, du erfindest nur Scheibenkleister und zwar mehr und mehr. Du reitest dich selber immer weiter in den Stuhl. Du gräbst dir selbst ein Loch und das immer tiefer und tiefer. Wenn etwas passiert ist, im Eifer des Gefechts. Bam. Wenn irgendwas passiert ist, also du irgendwas impulsiv getan hast. Das ist etwas anderes, aber wenn man anfängt, sich Sorgen um etwas zu machen, man beginnt Lügen zu erfinden, wie einen unsichtbaren Maskenmann, den es gar nicht gibt. Das ist auf jeden Fall das, wo du richtig Schwierigkeiten bekommen wirst. Nichts davon ergibt für dich Sinn, oder? Aber erklär mir, wie das Blut über dein ganzes T-Shirt gespritzt sein soll. Erklär mir das mal. Denn nichts in deiner Geschichte erklärt irgendwas davon. Ich weiß es nicht. Hast du Wiederbelebungsmaßnahmen versucht? Nein. Hast du nicht? Nein. Aber du weißt, wie das funktioniert? Nein. Warum bist du nicht zum Nachbarhaus gelaufen? Ich weiß es nicht. Warum hast du immer noch nicht reagiert? Seitdem ich dir erzählt habe, dass deine Mutter tot ist, hast du immer noch nicht darauf reagiert. Das ist nicht möglich, dass sie... Sie ist tot. Dieser nächste Blickwinkel ist bekannt. George vermutet, dass der Mord eine impulsive und unbeabsichtigte Tat gewesen sein könnte. Eine solche Tat könnte verstanden und sogar vergeben werden, wenn Nathan zu dem Zeitpunkt nicht die volle Kontrolle über sich hatte. George will, dass Nathan glaubt, dass er nun die volle Kontrolle über das Endergebnis dieses Verhörs hat. Aber wieder sind es Lügen und die Angst, sich Fehler einzugestehen, die ihn immer weiter reinreiten. Der Ermittler macht eine weitere Pause, in der er auf ein Zeichen wartet, ob er es geschafft hat, Nathan etwas näher an ein Geständnis ranzurücken. Doch, sie ist tot, sie kommt nie mehr zurück. Sie kann niemals mehr ein beschissenes Wort zu dir sagen. Aber sie weiß, was du getan hast, sie weiß es. Sie weiß, was du getan hast. Ist sie im Krankenhaus? Was? Ist sie im Krankenhaus oder sowas? Sie ist nicht im Krankenhaus. Junge, sie ist tot. Nachdem er schon wieder von Nathans mangelnder Emotionalität überrascht ist, scheint George jedoch zu begreifen, dass Nathan erst aufhören kann, seine Schuld zu bestreiten, wenn er diese Tatsache akzeptiert hat. Für ihn ist es nämlich viel einfacher zu lügen, wenn er sich selber etwas vormacht, wie zum Beispiel, dass seine Mutter noch am Leben ist und dass es ihr gut geht. Solange hat George keinen Einfluss auf ihn. Daher wird es jetzt des Ermittlers oberste Priorität, Nathan dazu zu zwingen, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Sie ist tot. Wie heißt sie? Michelle. Michelle? Schimmel. Michelle Schimmel. Ja. Also, du kannst mir ihren Namen sagen. Michelle Schimmel. Und ich sage dir, dass sie tot ist. Und du hast keine, überhaupt keine... Nicht? Sie kann nicht tot sein. Doch. Denkst du, wir machen das zum Spaß hier? Hä? Ich weiß nicht. Was glaubst du, warum wir jetzt hier sind? Um herauszufinden, wer das getan hat. Es gibt nur eine Person mit Blutspritzern überall auf dem Shirt. Du weißt wer, oder nicht? Dein Vater hatte nichts auf seinem Shirt. Dein Vater hatte auch keine verrückten Geschichten. Er hatte doch noch einige Shirts in seinem LKW. Nein. Nur du warst völlig voller Blut, bis unter die Zähne.
Und dich hat sie auch in den Arm gekratzt. Und du hast deine Brille da verloren. Ja. Ja? Du hast einen Kratzer am Hals. Hier am Hals. Ich weiß, wo dein Hals ist. Du hattest Blut, das Blut deiner Mutter. Deiner toten Mutter auf der Brust. Du hast es immer noch, das Blut deiner toten Mutter an dir, auf deiner Brust, jetzt noch. Sie. Was willst du sehen? Bilder? Nein. Hä? George zwingt Nathan dazu, den Namen seiner Mutter zu sagen. Er betont auch mehrfach, dass es nicht das Blut seiner Mutter auf der Brust sei, sondern seiner toten Mutter. Dieser Angriff geht weiter, indem er Nathan anbietet, Fotos der Leiche zu sehen, die ihren blutigen Körper zeigen. Ein objektiver Beweis dafür, dass sie wirklich tot ist. Der Ermittler nutzt nun alle Tricks, um einen emotionalen Ausbruch auszulösen. Und diese Bemühungen, Nathan zu triggern, zahlen sich aus. Genuschel. Wenn du nicht gedacht hättest, dass sie tot ist, hättest du sie nicht verlassen, Junge. Du hättest 911 gerufen. Du hast es schon gewusst, als ich es dir sagte. Du hast nicht einmal ein klein bisschen gezuckt. Ich mache den Mist hier jetzt seit 12 Jahren, Junge. Ich habe schon die härtesten Gangster aus ganz Flagler County hier verhört. Und wenn diese Jungs rausbekommen, dass ihre Mutter gestorben ist oder ein anderes Familienmitglied, dann reagieren sie. Gangster, die Leute getötet haben. Solche, die Menschen erschossen haben seit ihrer Kindheit. Und obwohl ich dir gesagt habe, dass du Blut deiner Mutter, das Blut deiner toten Mutter auf deiner Brust hast, ich habe dir gesagt, du hattest Hochgeschwindigkeitsblutspritzer von deiner Mutter auf deinem Shirt. Und morgen werden sie uns mitteilen, dass deine DNA, deine Haut unter ihren Fingernägeln ist. Genuschel. Genuschel. Hä? Genuschel. Oder hat sie dich irgendwann anders an dem Tag vorher gekratzt? Nein. Also streitest du es weiter ab. Dass du Kratzer von einem Menschen hast. Sie sind auf deinem linken Arm. Die sind also von dem Ding im Auto, wo du dich gegengelehnt hast? Ja? Wie ist das denn dann genau passiert? Erklär mir das mal. Es ist genau wie mit den verdammten Blutspritzern. Das ist Wissenschaft. Also erklär mir doch mal, wie das passiert sein soll. Komm, erzähl, ich höre. Also ich lag einfach auf dem Ding im Auto. Reagierst du eigentlich auf irgendwas? Was meinst du? Du reagierst auf gar nichts. Du bist nicht normal. Ich meine, du sitzt hier eiskalt wie ein Stein, als ginge das dich alles nichts an. Ich sag's dir. Was meinst du? Was meinst du, was ich meine? Würdest du nicht sagen, ich habe dir jetzt echt heftig schwere Scheiße an den Kopf geknallt? Oder vielleicht bist du das ja gewohnt vom WoW-Zocken. Ich hab keine Ahnung. Ich spiele das gar nicht. Hä? Ich spiele das gar nicht. Okay, dann eben, was du auch immer spielst. Wie hast du die Kratzer im Gesicht bekommen? Welche Kratzer? Das sind Kratzer da auf deiner Wange. Ja, sind da welche? Ja. Ich weiß nicht. Ist das auch von dem Ding? Nein, ist es nicht. Ich glaube ja nicht, dass ich mit meinem Kopf gegen das Ding lag. Alles klar. Also lass uns das Ganze nochmal durchgehen. Du sitzt hinten auf der Veranda, weil deine Mutter dich nicht ins Haus gelassen hat. Du sitzt also hinten auf der Veranda, so für 3 Tage schon, richtig? Okay. Du hörst einen Schrei. Also du hörst einen Schrei, richtig? Von dem Moment an, wo du den Schrei hörtest, bis zu dem Moment, wo du bei deiner Mutter warst, wie lange hast du dafür gebraucht? Ich weiß nicht, ich bewegte mich schon sehr schnell. Schnell? Okay, du bewegtest dich sehr schnell. Also vom hinteren Ende deines Hauses bis zur vorderen Haustür des Hauses. Wie lange dauert das so? 7 Sekunden? 8 Sekunden? Ich weiß es nicht. Ich meine, in Gottes Namen, Junge. Ein totes, also ein verdammtes Tier, zuckt, wenn es getötet wird, länger als 10 Sekunden, bevor es in den Kopf geschossen wird. Aber du erzählst mir,
dass in der Zeit, wo du vom hinteren Ende des Hauses den Schrei gehört hast und dich daraufhin sofort auf den Weg nach vorne gemacht hast, wo deine Mutter war, wäre der Mann schon weggerannt. Aber das ist noch eine andere Sache. Was trug der Junge? Keine Ahnung, ich hatte ja meine Brille verloren. Er trug eine dieser Skimasken. Er trug eine Skimaske. Der Fokus bleibt nun auf Nathans eiskaltem Verhalten. Auch die Versuche von George, den Verdächtigen zu verunsichern, indem er ihn mit gewalttätigen Gangstern vergleicht, bleiben erfolglos. George sucht nach geeigneter Munition, um den Druck zum Geständnis zu erhöhen. Aber es wird deutlich, dass George auch seinen roten Faden verloren hat. Denn während er Nathans chronischen Ablauf diskreditiert, wechselt er abrupt zu der Frage, was der Mörder getan habe. Nachdem Nathan darauf geantwortet hat, scheint es so, als ob George vergessen hätte, was er eigentlich fragen wollte. So, dass er das Thema erneut wechselt und sich nun wieder den DNA-Beweisen zuwendet. Er muss das Verhör wieder in Gang bringen, wenn er noch ein Geständnis bekommen will. Okay. Aber da ist keine andere DNA auf dem Messer. Nuschel. Was? Hat er Handschuhe getragen, oder? Hä? Hat er Handschuhe getragen, oder? Er existiert nicht. Dieser Kerl existiert nicht. Ich weiß nicht, warum du immer noch weitermachst. Aber es gibt doch Kameraaufnahmen. Okay, aber da war keiner drauf. Das war, also ich sagte, was wird uns diese Aufnahme zeigen? Es sollte ihn doch zeigen. Sie sollten ihn zeigen? Ja. Aber ich sagte dir doch, dass da niemand anderes drauf war. Unverständlich. Das stimmt nicht. Doch tut es. Da ist kein anderer drauf. Alle Beweise deuten auf eine Person hin. Und diese Person sitzt hier mit mir in diesem Raum. Verstehst du, was ich dir damit sagen will? Ja. Was will ich dir damit sagen? Du sagst, dass ich es war. Ja. Obwohl ich es nicht war. Okay, aber du kannst die ganzen wissenschaftlichen Beweise, die darauf hindeuten, dass du es getan hast, nicht erklären. Glaubst du an Zauberei? Nein. Nein? Aber das wäre meiner Meinung nach der einzige andere Weg, alles klar? Wenn George Nathan nicht dazu bewegen kann, zuzugeben, dass er seine Mutter getötet hat oder dass sie überhaupt tot ist, kann er ja vielleicht mit einem kleineren Eingeständnis beginnen und Nathan gezielt zu den größeren Bereichen hinführen. Er verfolgt dieses Ziel, indem er Nathan sagt, dass seine DNA die einzige ist, die auf der Probe, die von dem Messer genommen wurde, gefunden wurde. Der Grund dafür wäre allerdings nicht, dass der Täter Handschuhe getragen hätte, sondern dass die Person einfach nicht existiert. Mittlerweile erklärt George auch ganz offen, dass er glaubt, dass Nathan den Mord begangen hat und gesteht ihm kurz darauf, dass er nicht weiß, wie er so ruhig bleiben kann, wenn es um so eine schlimme Geschichte geht. Unabhängig von den wissenschaftlichen Beweisen oder den emotionalen Appellen, die ihm der Ermittler an den Kopf wirft, spricht Nathan weiterhin ruhig und monoton. An diesem Punkt wären tatsächlich alle froh, aber natürlich ist das in der Realität nicht ganz so einfach. George wird jetzt diesen Boxkampf noch eine ganze weitere Stunde fortsetzen. Dabei wird er die Entschlossenheit des Verdächtigen sukzessive schwächen, obwohl Nathan weiter die Aussage von George negiert. Eine weitere Ausnahme von dieser Strategie ist es, wenn George versucht, die Zulassungsschwelle zu senken. Wenn Nathan also hier keine andere Erklärung anbieten will, muss George vielleicht die Initiative ergreifen und eine alternative Geschichte erfinden, die eher geeignet wäre für den Verdächtigen, es zuzugeben. Stell dir mal vor, es könnte irgendwas passiert sein. Und du hast die Kontrolle verloren. Ich denke, irgendwas lief einfach aus dem Ruder. Vielleicht ist das, was passierte. Vielleicht kam es zwischen dir und deiner Mutter zum Streit und dann hast du versucht, sie zu erschrecken. Und dann nahmen halt die Ereignisse ihren Lauf.
Vielleicht schlug sie dich und du hast dann einfach instinktiv reagiert. Unverständlich. Hä? Obwohl sie mich gar nicht geschlagen hat. Sie würde dich nicht schlagen? Nein. George formuliert es hier so. Oder ist vielleicht irgendetwas passiert? Er lädt Nathan dazu ein, sich ein Szenario vorzustellen, in dem seine Mutter mehr Schuld an dem Ganzen trägt. Indem er nur reagierte und zwar nicht böswillig. Sein Leugnen darauf könnte darauf zurückzuführen sein, wie schrecklich dieses Verbrechen ist. Deshalb streut George moralische Doppeldeutigkeiten ein, um Nathan die Pille des Geständnisses leichter schlucken zu lassen. Aber selbst diese Köder sind für Nathan nicht verlockend genug, um anzubeißen. Er lehnt somit eine weitere Gelegenheit ab, sich schlecht über seine Mutter zu äußern und tut stattdessen alles, um zu behaupten, dass sie ihn niemals schlagen würde. So gerät Nathans komplizierte Beziehung zu Michelle wieder ins Rampenlicht. Und wenn wir uns Christians Aussage nochmal ansehen, hören wir, dass Nathan sich ernsthaft über die Integrität seiner Mutter sorgt und sich Gedanken über die Liebe zu ihm macht. Ja, ich stimme dir zu, dass sie sich sehr um ihn kümmerte. Und deswegen verachtete er sie. Zwischen mir und ihm fanden oft Gespräche über seine Familie statt. Er hasste seinen Vater, er hasste seine Schwester und er hasste seine Mutter. Er hat es in nicht so idealer Weise ausgedrückt. Er hat sie einfach bei jeder Gelegenheit schlecht geredet. Du weißt schon, sie sind blöde und so. Und du weißt, wie sie sind. Und in vielen Sachen musste ich ihm zustimmen. Sie waren sehr kontrollierend und man könnte sagen, auch manchmal unaufrichtig. Aber eigentlich waren es gute Menschen. Wenn wir uns über unsere eigenen Probleme beschweren, neigen wir gern dazu zu übertreiben. Es ist anzunehmen, dass auch Nathan gegenüber Christian übertrieben hat. Oder ihm vielleicht nicht die ganze Wahrheit erzählt hat. Die beiden waren sich gegenseitig eine Stütze, wenn es um Probleme mit ihren Familien ging. Christian hatte also Verständnis für die ins Negativ tendierende Familiendynamik von Nathan. Dies alles bedeutet also, selbst wenn Nathan Christians Rat nicht annahm, dass seine Mutter eine liebevolle Frau sei, glaubte er wohl tief im Innern vielleicht doch, dass sie ihn liebte und sich um ihn kümmerte. Und die daraus resultierenden Schuldgefühle scheinen die Ursachen dafür zu sein, dass Nathan sich weigerte, Michelle die Schuld zuzuschieben. George nutzt dieses Wissen, um seinen dritten und wirksamsten Appell einzulegen. Er konfrontiert Nathan mit der Perspektive seiner Mutter und ihrem Kummer über seinen Verrat. Warum weinst du? Unverständlich. Warum weinst du? Weil sie nicht tot sein kann. Doch, sie ist tot. Nein. Doch, sie ist tot. Sie ist tot. Das ist die Scheiße, die du gebaut hast. Das hast du ihr angetan. Sie zog dich auf und du hast sie getötet. Nein. Genau das ist passiert. Du hast dir das Küchenmesser genommen und damit deiner eigenen Mutter in den Rücken gestochen. Was für ein Mensch sticht seine eigene Mutter ab? Hä? Nathan ist endlich soweit. Zum ersten Mal ist er es, der durch sein Weinen die Stille unterbricht. Doch der emotionale Ausbruch wird die Angriffe von George auf sein schlechtes Gewissen nicht mildern. Da ist Blut überall im Haus. Und draußen vor dem Haus. Überall Blut drin. Sie wurde übel abgemetzelt. Und du weißt das. Du weißt das. Und du weißt es, weil du da warst. Und du warst nicht im hinteren Haus. Du warst direkt dabei. Es ist spontan irgendwas passiert und du bist ausgeklingt. Und da war auch kein Maskenmann. Weißt du, warum ich das weiß? Weil so eine Scheiße einfach nicht passiert.
Sie hat dich gekratzt, Junge. Sie kratzte dich. Du hast es wahrscheinlich nicht mal bemerkt. Bist du ein schlechter Mensch? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ein schlechter Mensch hier sitzen würde und er wüsste, dass seine Mutter ihn beobachtet von oben und verzweifelt versucht zu verstehen, wie ein Kind, das sie aufgezogen hat und für das man mehr geopfert hat, als du dir vorstellen kannst, sie dann tötet. Und morgen oder übermorgen, wenn dein Gesicht in den Zeitungen ist und dort steht, dass du deine Mutter umgebracht hast und dann in der Zeitung steht, dass du keine Reue gezeigt hast und keine Tränen vergossen hast und du weißt schon, Nathan hat den Kopf in seine Hände gelegt und so jeglichen visuellen Kontakt zu George abgeschnitten, um seinen Verdächtigen daran zu erinnern, dass er auf eine Antwort wartet, geht George auf und ab. Jeder hörbare Schritt erinnert ihn daran, dass die Zeit vergeht und der Druck auf ihn steigt. Als er nach einiger Zeit immer noch nicht antwortet, erzeugt George ihm das Bild seiner toten Mutter, die über ihn wacht und sich verzweifelt fragt, warum Nathan ihr im wahrsten Sinne des Wortes in den Rücken gefallen ist. Nathan schüttelt heftig seinen Kopf, als er hört, wie er in den Medien dargestellt werden soll und kann den Gedanken nicht ertragen, dass sie denken, dass er sie nicht geliebt hat. Aber George weiß, wie er seinen Charakter verbessern kann und seine Gefühle zum Ausdruck bringen kann. Er muss Nathan davon überzeugen, dass der einzige Weg zur Erlösung ein Geständnis ist. Lass es raus, Mann. Es wird dich sonst auffressen. Es frisst dich auf. Du schämst dich für dich selber und ich meine, deine Mutter ist da oben. Und du kannst nicht mal zugeben, dass du es gemacht hast. Es wird wesentlich erträglicher, wenn du es rauslässt. Du wirst dich besser fühlen. Und dann können wir arbeiten, also zusammen daran arbeiten, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Ich höre. Ich sitze hier und höre zu. Nate. Komm schon. Komm schon, Mann. Bist du religiös? Bist du religiös? Das, was heute passiert ist, ist nämlich eine teuflische Sache, Nate. Oder nicht? Sag es mir. Nathan weiß nur zu gut, dass seine Schuld ihn bei lebendigem Leib auffressen wird. Er kann sich schon jetzt kaum mehr damit auseinandersetzen und der Mord ist erst wenige Stunden her. Seine Mutter beobachtet ihn und als ob das nicht genug wäre, erinnert George ihn daran, dass Gott ihn ebenfalls für seine Sünden bestrafen wird. Er ist zwar nicht mehr in der Lage, seine Taten ungeschehen zu machen, aber George macht ihm deutlich, dass seine Reue seine Taten mildern werden, da er so in der Lage ist, sein Gewissen zu erleichtern und seine starken Schuldgefühle zu verkleinern. Erzähl es mir. Was ist passiert? Was ist passiert? Was war los? Nate, was ist passiert? Was ist passiert, Nate?
Was ist passiert? Das Einzige, was du machen kannst, ist fragen. Bitte Gott einfach um Vergebung, Mann. Erzähl mir, was passiert ist. Es ist okay. Lass es raus, Mann. Was? Was ist passiert? Es war ein Unfall. Es war ein Unfall? Das hatte ich nicht vor. Da George keinen sichtbaren Kontakt mit Nathan aufbauen kann, schafft er es durch Trösten, sein Geständnis zu bekommen. Das Berühren von Verdächtigen sollte in der Regel strikt vermieden werden, da er diese Berührung bei seiner Verteidigung anbringen könnte. Er könnte es als einen Einschüchterungsversuch werten. Das Gericht mag das auch oft so sehen, aber hier in diesem Fall ist die Absicht offensichtlich nicht bedrohlich. George hört auf, so streng mit Nathan zu sein und gibt sich weiter einfühlsam. Nathan wünscht, er hätte das nicht getan, aber der Ermittler hat eine Atmosphäre geschaffen, die es ihm ermöglicht, sich mit seinen Handlungen auseinanderzusetzen. Das wolltest du nicht? Erzähl mir, was los war. Es ist okay. Sprich einfach mit mir. Du machst das Richtige. Unverständlich. Das wollte ich nicht. Wie ist das passiert? Ich hatte es mir gedacht. Das wollte ich nicht. Okay, alles klar. Es ist okay. George bekräftigt weiter seine Trauer und versichert ihm, das Richtige getan zu haben, was es wiederum Nathan erleichtert, ein Geständnis abzugeben. George verspricht Nathan, dass dies bereits der härteste Teil gewesen sei, so dass Nathan kaum mehr die Ermutigung des Ermittlers braucht, um weitere Details preiszugeben, die die Anklage der Staatsanwaltschaft stützen. Nathan wird wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Am 16. Dezember 2020 wird er nach 3 Jahren pandemiebedingter Verzögerung wegen Mordes zweiten Grades zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt, mit lebenslanger Bewährung. Auch wenn er 2060 freigelassen wird, wird er den Rest seines Lebens Drogenkontrollen machen müssen und ebenfalls unregelmäßigen Durchsuchungen ausgesetzt sein. Der Aufenthalt in Bars ist ihm ebenfalls versagt. Und er muss die Kosten des Verfahrens übernehmen. Sein Leben wird also nie mehr so, wie es vorher mal war. Jedoch wird keine dieser Strafen Michelle zurückbringen oder die Wunden derer heilen, die Michelle und ihn liebten. Nathans Schwester Ilana war zum Zeitpunkt des Mordes 17 Jahre alt. Seit dieser Nacht im Jahr 2017 hat sie nie wieder die Kraft gefunden, zum Elternhaus zurückzukehren oder sich mit ihrem älteren Bruder zu unterhalten. Zu Ehren ihrer Mutter pflanzte sie in Florida in einem Museum eine Roteiche. Die beiden hatten dort ehrenamtlich gearbeitet. Dieser Baum wurde zu einem Ort, an dem die Menschen Michelle nah sein konnten und sich an sie erinnern können.